Freunde, es ist mal wieder soweit. Nach geschlagenen 1,5 Monaten kommt endlich mal wieder ein Video auf diesem Kanal online. Was steht heute denn alles so an? Einerseits gibt es grandiose Neuigkeiten, denn im Haus des Tees for Peace gibt es jetzt eine neue GoPro. Warte ganz kurz. Und zwar die GoPro Hero 9 wurde sich geholt. Da wird heute auf jeden Fall mal auf den Home Trail gegangen und das Ganze ausgetestet. Das ist actually auch die erste GoPro, die ich hier so wirklich offiziell habe. Die anderen GoPros wurden immer von irgendwelchen Leuten geliehen und dann 3 Monate nicht zurückgegeben. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal auf die Home Trails direkt hier, testen das Ganze aus und dann sehen wir uns später wieder. Da machen wir dann noch ein bisschen was anderes, also bleibt gespannt. So fahren kann ich irgendwie nicht mehr. Ehrlich. Die GoPro ist vor ein paar Tagen angekommen. Das hier ist also wirklich der erste Ride bzw. der erste Test mit der GoPro. Quali ist ganz okay soweit. Davor haben wir mit einer 8er bzw. einer 7er gefilmt. Es kann aber gut sein, dass ich ein bisschen was vielleicht falsch eingestellt habe. Falls ihr Tipps wegen Einstellungen oder was auch immer habt, selbstverständlich ab in die Kommis damit. Der Timo findet es gerade schon wieder ganz lustig, dass ich seit dem ersten Mal in ungefähr 3 Jahren wieder Fahrrad fahre. Frühstück gemalt. Check. So, ich bin natürlich mal wieder mit viel zu wenig Luftdruck unterwegs, weil ich natürlich mal nicht gecheckt habe, wie viel da noch drin ist. Schöner Anlieger. Hier ein viel zu kleiner Table. Und hier die wunderbare Hippe. Oh, schön zuwachsen. Erster Teil ist geschafft. Ah, wie komme ich da jetzt raus? Oh, optimal. So, das war's dann erstmal mit diesem kleinen Run. Ein paar Tage später habe ich noch meine Sachen zusammengepackt und bin zum lieben Timo gefahren. Die meisten von euch kennen den Spot von Timo wahrscheinlich aus diversen älteren Videos. Seitdem hat sich bei seinem Spot auf jeden Fall noch einiges getan. Das checken wir auf jeden Fall gleich mal aus, gucken, was alles neu ist, gucken, wie sich alles fährt. Zum Ende hin könnt ihr auch noch einen schönen Edit erwarten. Erster Run. Moin! Timos Spot hat es auf jeden Fall gut gebockt, gerne wieder in naher Zukunft. Apropos, da könnt ihr doch direkt mal ein Abonnement da lassen, damit ihr weitere Videos nicht verpasst. Ganz kurz noch warten, bevor ihr abschaltet. Wir hätten mal wieder ein Highlight der Woche am Start. Das wird jetzt hier eingeblendet. Ich war über dem Rad.
über den Rahmen. Genau so, Franz. Checkt doch gerne mal unser Insta ab. Da gibt's dann regelmäßig, ja, halbwegs regelmäßig, Updates zu den Videos. Genau, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Stay tuned und bis dahin. Ciao.